Die Lage in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Mittlerweile kam es sogar zu einem Hubschrauberabschuss. Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen. Abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. Ja, okay, das, was ihr gerade gesehen habt, das war die Tagesschau aus 2014. Und das Bildmaterial, was ihr da gesehen habt, das war auch nicht aus der Ukraine, wie es die Tagesschau berichtet hat, sondern einfach aus Syrien. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wegen Allah, Arama! Allahu Akbar! Wie muss ich mit dem Al-Askari? Allahu Akbar! Ja, wer kennt ihn nicht, den klassischen ukrainischen Schlachtruf Allahu Akbar. Ja, wenn man sowas sieht, dann denkt man sich vielleicht noch, okay, das könnte mal passieren. Dem einen oder anderen von euch ist das sicherlich auch schon so gegangen. Ich zum Beispiel habe gestern ein Video auf Instagram gezeigt von einem angeblichen Angriff der Russen auf die Ukraine. Und im Nachhinein hat sich das Video dann als Fake herausgestellt. Das stammt dann auch aus 2014 und hat die ukrainische Luftwaffe gezeigt, wie sie angegriffen hat. Und eben nicht 2022, sondern 2014. Ja, und bei der Lage da die Übersicht zu behalten, ist nicht wirklich einfach. Und das muss man an der Stelle auch mal zugeben. Aber es ist ein Unterschied, ob das jetzt so ein Lump wie ich hier aus seiner Bude raus irgendwie falsch postet. Ist natürlich auch scheiße, aber es ist noch ein ganz anderer Maßstab, wenn das eine multimilliardenschwere Redaktion macht. Und dann nicht nur einmal, sondern mehrfach, so wie es jetzt eben auch die Bild gemacht hat. Immer wieder kam die Mahnung, dass mehr gemacht werden muss, dass es mehr Sanktionen geben muss, schärfere Sanktionen. Ja, und so richtig lächerlich wurde das dann, als die Bild mit einem Reporter vor Ort gesprochen hat und der irgendwie dann Dinge gesehen hat, die gar nicht da waren. Weil da haben wir kein Netz. Wir sehen jetzt die Menschen, die gehen jetzt hier relativ zügig runter, relativ zügig runter. Jetzt hören wir hinter uns auch noch Polizei, Polizei, Polizei. Ja, ist das jetzt schon die Impfung, die da so reinkickt oder warum schiebt er da so Hallus? Man weiß es nicht. Dass es zu massiven Angriffen kommt seitens der Russen, wie sie jetzt angreifen, das weiß man nicht. Also wir haben keine Flugzeuge gehört oder dergleichen. Ja, und das ist auch mal wieder absolut genial. Da hat die Bild einfach einen Reporter vor Ort, der von dem berichten soll, was er vor Ort sieht. Und dann sagt er, ja, es gab Angriffe, aber irgendwie haben wir keine Flugzeuge gesehen. Und das ist auch derselbe Schwurbelkram, den auch die Tagesschau gestern losgelassen hat. Hier sind Explosionen zu hören. Ähnliches wird auch aus Odessa und Kramatorsk berichtet. Aus der ukrainischen Stadt Mariupol kommen diese Bilder. Auch hier soll es Explosionen gegeben haben. Derzeit ist die Lage sehr unübersichtlich. Ja, wie Sie sehen nichts. Im Endeffekt sieht man hier nur Bildmaterial und hat dazu Ton. Man weiß jetzt allerdings nicht, ob der Ton zum Bild gehört. Wie gesagt, wir erinnern uns an den Hubschrauberangriff. Und dann wird einfach gesagt, dass es Explosionen gegeben haben soll. Und damit machen die sich natürlich auch juristisch nicht angreifbar, denn wenn man sagt, ja, es soll das gegeben haben, ist das natürlich alles so geschwurbelt im Konjunktiv ausgedrückt, dass man denen eben juristisch überhaupt nichts kann. Also mal wieder Qualitätsjournalismus allererster Sahne, aber man muss jetzt auch nicht nur den Teufel an die Wand malen, man kann jetzt auch nicht sagen, ja, dass die Medien nur Scheiße berichten. Die Bild hat zum Beispiel auch von etwas berichtet, wo man wirklich sagen muss, okay, das ist jetzt guter Journalismus, da haben sie nämlich jetzt hier einen Angriff der Russen gezeigt, wie sie mit Fallschirm abgesetzt wurden. Wenn man diese Bilder sieht, die wie Hornissenschwärme vom Himmel stürzen, dort die Fallschirmspringer, die russischen, da sehen wir sie, dann kann man sich vorstellen, dass diese Stadt inzwischen eingenommen worden ist. Ja, okay, es war eine russische Übung aus 2014, ist ja schon gut. Genauso dumm wie die Bild ist aber auch NTV, die im Vordergrund ihren Reporter zeigt in voller Kriegsmontur und im Hintergrund sieht man einfach einen Touristen, der ein Foto macht. Aber gut, ich will jetzt nicht nur auf den deutschen Medien rumhacken, man kann genauso auch auf den ausländischen Medien rumhacken, sowie dem größten ukrainischen Nachrichtenportal Euromaidan PR. Die haben nämlich jetzt das angeblich siebte von den Russen abgeschossene Militärflugzeug gezeigt und ja, ein wenig Recherche und man kommt dann darauf, dass das abgeschossene Flugzeug kein ukrainisches ist, sondern ein amerikanisches von einer Flugshow. Ja, und wie man das dann so richtig ehrenhaft macht, hat sich die Bild dann in den Kommentaren für das angeblich zufällig falsch ausgewählte Bildmaterial entschuldigt. Danke für den Hinweis. Während der Live-Sendung waren heute für einige Sekunden falsche Bilder eingeblendet. Wir bedauern diesen Fehler und werden die betroffenen Videos nachträglich transparent korrigieren. Liebe fucking Bild, einzig transparent wäre es, wenn ihr euch öffentlich in einer Live-Sendung für eure Kriegshetze da entschuldigen würdet. Für euren dämlichen Reporter, der Dinge sieht, die gar nicht da waren und für eure bewusst falsch ausgewählten Bilder. Denn sowas passiert einer
meiner Redaktion nicht einfach zufällig und dann auch nicht nur einmal. Ihr habt Rechercheteams und deren fucking Aufgabe ist es, gerade in solch hitzigen Situationen richtig zu recherchieren. Und für den Rest gilt, vergesst nie, dass es sich bei den Medien, die jetzt über die Ukraine berichten, um dieselben Medien handelt, die Millionen Menschen wegen einer Grippe in ein Genexperiment und die eigene Versklavung genötigt haben. Es sind dieselben Medien, die schon immer bei Krieg gelogen haben, insbesondere zuletzt beim Syrienkrieg. Ich kann es einfach nicht fassen, vor 8 Jahren sind wir wegen genau derselben Scheiße auf die Straße gegangen. Es gab eine deutschlandweite Bewegung, die sehr ähnlich zu den Spaziergängen ist, wo eben kein Kopf da war, wo einfach sich jeder dran beteiligen konnte und das Hauptthema war der Ukraine-Konflikt und die mediale Propagandaspaltung und Hetze. Und jetzt, 8 Jahre später, ihr habt es eben im Video gesehen, haben wir wieder mit derselben Scheiße zu tun wie 2014. Und das schwöre ich euch, wir werden das nicht hinnehmen, wir werden weiter lautstark protestieren und dann wird das eben nicht nur ein Corona-Protest sein, sondern ein Friedensprotest gegen diese mediale Hetze und gegen diesen Krieg. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen, in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut, verschmierten Texten, ich werde niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen, mich zu treffen, meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen.